So. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Motovlog. Wir waren gerade am Ebnissee, beziehungsweise ich war gerade am Ebnissee und jetzt habe ich natürlich ein paar Kumpels getroffen, wie man das immer so macht, wenn man hier rumfährt. Und jetzt fährt ein 125er Fahrer mir mit, deshalb muss ich jetzt hin und wieder mal ein bisschen warten. Aber ich schaue sowieso mal, wie schnell ich jetzt fahre oder so. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall fährt er eine YZFR 125. Ich sage mir da auch fleißig am Knie schleifen, wenn es denn die Straße zulässt. Ja. Ich habe gerade mich mit einem Typ unterhalten, der... Alter! Alter, was war das denn? Oh mein Gott! What the fuck? Alter, habt ihr das gehört? Der hat aber Fehlzündung des Grauens. Naja. Auf jeden Fall habe ich mich gerade mit einem netten Herren, beziehungsweise zwei netten Herren unterhalten. Der eine fuhr eine SV1000 von 1997. Oh, Alter, habe ich einen Aufstoßen jetzt. Von 1997 fuhr der eine. Und der zweite fuhr eine Super Duke, also quasi die schönsten Motorräder zusammen, weil die 1000er SV mit ihren 120 PS natürlich auch, 120 V2 PS natürlich auch ordentlich vorwärts geht. Ja, und ja, jetzt haben wir ein bisschen geschwatzt und natürlich Erfahrungen ausgetauscht und die Super Duke, also das wird definitiv mein nächstes teures Bike. Also wenn ich mir nach dir noch mal eine holen sollte und es ist nicht die Super Duke, dann ist es eine günstige große, also zum Beispiel eine SV1000. Und die nächste, für die ich aber wirklich viel Geld ausgebe, wird definitiv eine Super Duke werden. Das Ding ist einfach mächtig. Das Ding ist einfach nur der Ultra-Shit. Das ist so geil, das Ding. Es gibt nichts Krasseres, dass du legal auf der Straße fahren kannst, als eine Super Duke. Und jetzt kommt mir nicht mit irgendwie sowas wie einer H2, die hat nämlich auch nur 200 PS. Die Super Duke hat einfach 144 Newtonmeter. Das hört sich hier gerade. Das hört sich hier gerade ganz komisch an. Ich glaube, der Wind. Das muss der Wind sein. Hä? Irgendwas hat sich gerade richtig, richtig komisch angehört. Egal. Wobei ich stehen blieb. Also, die Super Duke hat 144 Newtonmeter und 173 PS. Das ist 144 Newtonmeter und vor allem hat es nun mal 120 Newtonmeter schon ab 4000 oder 3000 Umdrehungen. Also du gehst ans Gas und die hat 120 Newtonmeter. Nur, dass ihr einen Vergleich seht, die Spitzenleistung von einer Fireblade, also von einer CBR 1000 Doppel-R, deren Spitzenleistung irgendwo bei 8000, 9000 Umdrehungen, also genau die da, deren Spitzenleitung sind 120 Newtonmeter, Spitzenleistung. So. Und 120 Newtonmeter macht die Super Duke schon quasi, wenn du gerade ans Gas gehst. Also das muss man sich mal überlegen, das ist so krass, das Ding. Da geht einfach nichts drüber. Ich muss mich konzentrieren. Irgendwas hört sich halt ganz komisch an meinem Motorrad. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Irgendwas ist da gerade. Ich schätze mal, hinter uns ist niemand. Geh weg. Mal kurz was gucken. Nee, das ist normal. Irgendwas hat sich gerade richtig komisch angehört, aber ich verstehe nicht was. Sind alle fest? Nee. Keine Ahnung. Alles gut. Ja.
was es war. Also es ist alles fest. Ich habe gerade alles angeguckt. Es ist alles fest. Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch ein Kabel, das irgendwie Windgeräusche macht. Oder keine Ahnung. Irgendwas ist es. Solange es mich nicht stört, ist es egal. Also solange es mich nicht, solange ich es nicht quasi vom Fahren merke oder so. Kette war es auch nicht. Keine Ahnung, was das war. Was es ist. Kann auch sein, dass es einfach der junge Mann hinter mir ist, das da, weil der hat auch einen nicht ganz so leisen Auspuff. Kann sein, dass von dem Auspuff ein bisschen was quasi. Weil jetzt hört sich wieder alles normal an. Witzig, mit 125ern zu spielen. Ha? Nix? Keine Ahnung, ich habe einfach irgendein komisches Geräusch gehört. Wollte nachgucken. Warum? Bei mir voll provoziert, dann ballert jemand nach vorne. Also ja, ich höre das.